Herein. Sie können bestimmt gleich weiterreisen. Diese Überprüfung ist eine reine Formsache. Mr. Murphy? Ja, Herr General? Meine Leute haben die amerikanische Botschaft in Paris erreicht. Dort ist kein Mr. William S. Murphy bekannt. Gerade im Hinblick auf unser sehr angenehmes Gespräch bedauere ich das, aber ich fürchte, Sie werden jetzt größere Unannehmlichkeiten zu gewärtigen haben. Wollen Sie mir nicht freiwillig sagen, wer Sie sind? General von Felsenegg, ich bin Deutscher und meine Begleiter sind Franzosen. Und für wen arbeiten Sie? Das kann ich Ihnen nur unter vier Augen sagen.